Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier zu später Stunde mit einem überraschenden Bandless Review. Kam überraschenderweise jetzt ganz spontan und online geht es halt natürlich immer ab, wenn die Bandless rauskommt. Auch bei uns im Chat gerade totales Chaos und ja, wir schauen uns die mal kurz an. Hat sich eine Menge verändert, richtig krasse Veränderungen. Zum Glück noch, bevor ich das Meta-Ranking für diesen Monat gedreht habe, wollte ich eigentlich jetzt dann später drehen. Mal schauen, wie ich das jetzt machen werde mit den neuen Informationen jetzt von der Bandliste. Lasst euch überraschen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich auch noch ein TBT React zu der Bandliste machen. Also da werden wir auf jeden Fall noch genau drauf eingehen und heute jetzt nur ganz kurz auf die Schnelle ein Update, also eine Ankündigung für euch, damit ihr Bescheid wisst. Da haben wir bei den Verbotenen 4 Verbotene. Clifford Towers, Sugar, Exiton Knight, sehr große Überraschung und jetzt Construct, wie es auch im OCG mal war. Also Shadol, theoretisch eigentlich tot. Exiton, für viele eine große Überraschung. Aber alle meinen halt wahrscheinlich wegen den ganzen Pendeldecks, die jetzt kommen und Exiton ist halt zu krass dagegen. Dann halt noch Sugar. Necros haben die auch ziemlich stark geschwächt. Sugar jetzt verboten. Und auch viele Karten limitiert. Und dann halt Tower verboten. Was ich verstehen kann, also Tower, ziemlich nervige Karte. Aber Clifford allgemein hat nicht wirklich was gerissen in letzter Zeit. Vielleicht ein bisschen extrem, aber ich weiß auch nicht. Also eigentlich ziemlich radikal. Also die Decks sind wirklich komplett unspielbar jetzt. Tower, Clifford Tower, Turbo Tower und Shadol. Die sind jetzt echt nicht mehr spielbar. Und Necros wahrscheinlich auch nicht mehr. Dann haben wir bei den Limitierten 8 neue Karten. Und zwar Graf von BA, Mathematica, Scout, Ritual Beast Alti Kanahawk, Necros of Brionak, Necros of Unicorn, Eschadorf Fusion und Reinforcement of the Army. Also bei BA wurde ja schon länger spekuliert, dass einer von denen, also Dante, Sia oder Graf, auf 1 gehen wird. In dem Fall ist es Graf. Ist, finde ich, okay. Stark. Geschwächt trotzdem. Dann auch noch Mathematiker geschwächt. Limitiert. Schwächt auch nochmal BA und Shadol. Und ja, also eigentlich sehr viele Decks. Der hat einfach zu viele Kombos ermöglicht. Also wer weiß. Dann Scout. Wie gesagt, Clifford eigentlich nicht wirklich was gerissen. Ist im Meta-Ranking, das ich jetzt gemacht hätte, sogar nur auf Platz 8 gewesen. Und finde ich ein bisschen übertrieben, Clifford. Meiner Meinung nach nicht mehr stark genug, aber jetzt definitiv nicht mehr stark genug. Dann ein bisschen überraschend, Ritual Beast. Hab nicht damit gerechnet, dass das Deck geschwächt wird, aber vielleicht dachten sie sich, wenn sie alle anderen Decks schwächen, dann wird Ritual Beast zu stark, wer weiß. Also Kanauk haben die limitiert. Bin jetzt kein Ritual Beast Spieler, also ich weiß nicht, wie stark das Deck einschwächen wird. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie sich das dann auf die Ritual Beast Spieler auswirken wird. Dann haben wir Brio und Unicorn auf 1 und Schugelt verboten, also ich weiß nicht, was man mit dem Deck noch so anstellen kann, aber Platz 1 wird es im nächsten Meta-Ranking auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Dann haben wir noch Eschadolf Fusion, ist eigentlich relativ egal, ohne Konstrukt will man auf eh nichts fusionieren, hat man eh kein Target, also wen interessiert's. Und dann noch Reinforcement of the Army, klar, um Satella zu schwächen, ist auch die einzige Limitierung, Schwächung für Satella. Also das Deck ist immer noch spielbar. Chong hat sich gefreut, er muss das Deck nicht wechseln und mal schauen. Also viele dachten ja wegen WM und so, Winner Deck wird auf jeden Fall zerstört, aber nur Reinforcement geschwächt. Da hat man auf jeden Fall mehr erwartet und mal schauen, ob Satella noch mithalten kann. Chong wird euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann kommen wir zu den Semi-Limitierungen. Da haben wir nur Seer, also BA auf jeden Fall stark geschwächt. Also ich sehe eigentlich kein Potenzial mehr in Burning Abyss. Es hat 3 Monster verloren, 2 Graf, 1 Seer. Es hatte sowieso ein sehr, sehr schlechtes Matchup gegen Cosmo und jetzt wird es definitiv nicht mehr auf Platz 2 sein im Meta-Ranking. Ich denke, es wird da auch nicht mehr in den Top 5 sein und runterrutschen. Dann kommen wir zu den Unlimitierungen. Alle Karten auf 3. Chaos Sorcerer, Xian, Spellbook of Fate und Gear. Nichts Besonderes eigentlich, Spellbook of Fate vielleicht, aber jetzt auch nicht unbedingt. Xian, Samurai kann eh nichts und so viele Xians bringen die auch nicht raus, vor allem ohne Portal. Dann Chaos Sorcerer wurde überhaupt nicht gespielt,
juckt eigentlich auch keinen. Gear war höchste Zeit, also Gear konnte eigentlich nichts mehr. Da ist es egal, wie oft die Falle erlaubt ist. Und Spellbook of Fate, ohne Ding. Spellbook of Judgment, auch nicht broken, also auch vollkommen gerechtfertigt. Also das war die Bandliste. Wie gesagt, kurzer Überblick nur für euch. Wir werden noch, also ich werde noch in dem Meta-Ranking für diesen Monat und dann die Jungs noch im TBT-React-Video näher drauf eingehen. Also wir persönlich würden der Bandliste 8 bis 9 von 10 Sternen geben, haben die Jungs so im Chat geschrieben. Hauptsächlich, weil wir halt keinen Necro-Spieler, keinen Shadow-Spieler und auch keinen Burning Abyss-Spieler mehr haben. Tati hat ja auf Cosmo gewechselt, deswegen die drei Top-Decks, die geschwächt wurden, haben uns nicht betroffen. Deswegen fanden die Jungs die Liste eigentlich ganz gut. Ansonsten könnt ihr unten in die Kommentare gerne schreiben, was ihr davon haltet. Was ihr denkt, was jetzt die Top-Decks werden. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Ich habe heute schon ein Video hochgeladen. Das könnt ihr auch nochmal abchecken. Checkt unsere Sponsoren ab und leidet nicht so viel. Vor allem nicht wegen dieser Liste. Ciao.